Die letzte Show war echt Ende 2019. Das ist echt Wahnsinn. Also nach Wacken Worldwide war ja leider das letzte Konzert, das wir dann gespielt haben. Das in der Form von live quasi stattgefunden hat. Also ich habe generell mega vermisst, nochmal so richtig laut zu sein. Wir sind jetzt heute tatsächlich bei der Generalprobe zu unseren ersten Live-Shows, Strandkorb-Konzerten seit, oh Gott, 1,5 Jahren? Wir haben ja vorher Origins gespielt und das war Akustikset und leise und das hat schon mega Spaß gemacht. Aber als es dann wieder zum Proben ging, habe ich gemerkt, oh, habe ich sehr vermisst, tatsächlich. Bei einem Livestream hast du natürlich immer diesen Kontext von Bildschirm und Person und natürlich, das kann man sich alles schön machen, aber so dieses physische Miteinander mit den Fans, das ist halt einfach echt schwierig. Das war also für mich persönlich der größte Struggle. Was konkret die Momente sind, worauf ich mich am meisten freue, weiß ich sofort. Und das ist tatsächlich, wenn ich von der Bühne runterschaue und in Gesichter schaue, die sich einfach nur mega freuen, dass sie hier sein können, dass sie den Moment mit uns genießen können, dass wir das einfach teilen können, ohne irgendeine Scheibe dazwischen oder irgendwas, sondern dass sie halt einfach eine normale PA, richtig Druck und alles irgendwie erleben können und wir das einfach sehen können. Darauf freue ich mich am allermeisten. Wir sind gerade angekommen, hier in Köln am Tanzbrunnen. Guten Tag, liebe Freunde. Wir befinden uns gerade in Köln im Tanzbrunnen, im Backstage-Bereich und spielen uns gerade ein bisschen warm, Chris und ich. Ja, wir können es nicht mehr abwarten, glaube ich, heute endlich wieder live zu spielen. Mit Menschen vor uns. Nicht Autos, nicht Kameras, nicht digitalen Bits und Bytes, sondern Menschen wieder Vollgas. Und wir spielen uns gerade vor dem Soundcheck noch warm. Das heißt, wir sind auch mega aufgeregt, haben aber mega Bock. Es ist tatsächlich jetzt in den letzten paar Minuten übergesprungen zu ich freue mich einfach nur drauf, ich will das hier genießen, wir wollen das alle hier genießen. Und jetzt, wo der Song losgeht, der immer vor unserem Intro kommt, bin ich wieder aufgeregt. Aber das ist okay, ohne Aufregung wäre es auch langweilig, deswegen, ich freue mich sehr drauf und jetzt geht's los.